Ich werde immer wieder gefragt, gut, ich habe jetzt Hypnose gelernt, was soll ich jetzt tun? Das ist natürlich super wichtig, dass du weiter übst, weil du kannst Hypnose lernen, aber wenn du keine Übung hast, wenn du nicht verschiedene Menschen siehst, wenn du nicht fühlst, wie bei verschiedenen Menschen Hypnose wirkt, dann wirst du irgendwann Probleme haben, weil du glaubst, okay, in dem Kurs hat sich so angefühlt und dann wird sich immer so anfühlen, aber nein, verschiedene Menschen, verschiedene Gefühle, verschiedene Art und Weise auf Hypnose zu reagieren, also total wichtig, dass du weiter und weiter übst, Menschen findest, egal wer, Freunde, Verwandte, Probanden, Models, Menschen, die einfach gerne Hypnose probieren wollen, aber kein Geld haben, und du kannst denen anbieten, okay, kostenlos, ich biete dir Hypnose und dafür kann ich ein bisschen üben, schäm dich nicht, und dann kommt ein ganz großer Teil, du musst wirklich versuchen zu verstehen, Hypnose ist der ein Teil, aber Marketing oder wie du die Hypnose verkaufst, ist der zweite Teil. Es ist super wichtig, dass du weiter und weiter Hypnose anbietest, dass du dich zeigst, damit die Leute Vertrauen aufbauen zu dir, weil Hypnose ohne Vertrauen funktioniert kaum. Also super wichtig, das ist der Grund, warum auch ich viele Videos drehe. Allerdings, was ich dir heute sagen wollte in diesem Video, es geht um Folgendes. Wenn du Video drehst oder wenn du Werbung machst, versuch so wenig wie möglich an dich zu denken, sondern versuch immer zu denken, warum soll ein Klient, ein potenzieller Klient, dieses Video anschauen? Also du sollst versuchen, wirklich einen Mehrwert zu geben, also etwas zu drehen oder etwas zu sagen oder etwas zu schreiben, das den Klienten, potenzielle Klienten, etwas gibt. Also denk weniger an dich. Also mach nicht so einen Post wie, hey, ich bin der Tollste, kauf meine Hypnosesitzung oder meine Hypnosekurse oder was auch immer, sondern versuch den Menschen was zu geben, was für sie hilfreich ist. Keine Ahnung, erklär was über Hypnose oder erklär was über deinen Werdegang. Wer bist du, woher du kommst? Welche Fehler hast du gemacht in deinem Leben und wieso bist du dann zu Hypnose gekommen? Welche Abenteuer hast du in deinem Leben erlebt? Weißt du, lass dich nicht verwirren von Menschen, die sagen, man soll nicht zu persönlich an die Sachen angehen. Man soll sich wie so ein Held, ein Superhero der Hypnose zeigen. Ich sag dir was, das kann funktionieren. Vielleicht mehr für Showhypnose, aber wenn du wirklich Vertrauen in Menschen aufbauen möchtest, erzähl die Wahrheit, erzähl über dich, erzähl deine Probleme, erzähl deinen Werdegang. Also wenn ich einfach hingehe und erzähle in meine Kurse oder via Videos, dass ich aus Italien komme, dass ich zwei Scheidungen gehabt habe, dass ich viele, viele Fehler gemacht habe, viele finanzielle Probleme gehabt habe, das ermutigt die Menschen zu sagen, Mensch, wenn er das geschafft hat, dann kann ich es auch schaffen. Er ist auch kein Supermensch oder jemand, der schon die ganze Familie Hypnose-Therapeuten war und er ist dann reingerutscht. Nein, ich bin einer von euch. Ich habe genauso wie ihr keine Ahnung gehabt, kein Wissen, nicht gewusst, wo mein Weg geht. Und dann habe ich mich entschieden, mein Leben zu verändern. Und das war der entscheidende Punkt. Und warum habe ich entschieden, mein Leben zu verändern? Weil ich in eine Krise steckte. So, diese Informationen, die du dann gibst, sind für die Menschen super wichtig. Und nur dadurch kannst du echte, also wahre Followers, wahre Klienten bekommen, wahre, ja, Persönlichkeiten, die zu dir kommen, zu deinen Kursen kommen und wirklich lernen wollen, weil sie auch ihr Leben verändern wollen. So, du kannst entscheiden, inwieweit du ehrlich über deine Sachen erzählen willst oder nicht, aber ohne Ehrlichkeit, ohne jetzt
wie soll ich sagen, ein Minimum an Menschlichkeit funktioniert in deinem Job nicht. Du kannst die tollste Website haben, du kannst so viel Werbung ausgeben, so viel Geld ausgeben in Werbung, aber am Endeffekt, natürlich ist es so, das, was du anbietest, muss natürlich sitzen. Also das heißt, wenn die Leute kommen zu deinen Kursen, du musst schon was anbieten. Wenn die Leute kommen zu deinen Terminen als Klienten in 1-1 Coachings und so weiter, dann musst du schon das Beste geben. Also ich sage nicht, dass es alles ist, einfach nur Videos zu drehen und dann kommen die Leute und dann hast du keine Ahnung von Hypnosen. Also funktioniert natürlich auch nicht. Aber deswegen, ich sag das einfach, weil manche sagen, ja, ich weiß nicht, worüber ich erzählen soll. Erzähl einfach über das, was dich beschäftigt. Erzähl das, was dich so bewegt. Ja, natürlich geht es jetzt nicht darum, den ganzen Tag zu sagen, wie schlecht die Welt ist oder die Politik oder was auch immer, was jetzt nichts bringt. Sondern tatsächlich etwas erzählen, was mit deinem Job zu tun hat, mit deinem Werdegang, mit deinem Menschen, die du getroffen hast durch die Hypnose, Erfahrungen, die du gemacht hast, gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen, alles mit Hypnose. Hier ist was los. Also. Weil dann hast du immer Inspiration. Es gibt, ja, so wie jetzt. Ja, ich erzähle einfach das, was mir über den Kopf, also was einfach in den Kopf geht, über dieses Thema. Und weißt du, es muss nicht perfekt sein, es muss real sein, es muss echt sein, es muss menschlich sein.